Blum für die Fraktion Die Linke. Guten Morgen, sehr geehrter Herr Präsident. Guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir wollen uns heute mit dem Antrag, den wir vorgelegt haben, der Wohnungsgemeinnützigkeit zuwenden. Und ich denke, dass wir mit diesem Antrag im gesamten Parlament auch offene Türen einrennen. Denn selbst der Kollege Ulrich hat von der CDU-CSU-Fraktion in seiner Rede am 28. Januar angeregt, ich zitiere, über die Frage der Gemeinnützigkeit nachzudenken. Die Sinnesäußerung von Kollegen Ulrich hat dann der Kollege Groß auch noch mal untersetzt und hat zum Ausdruck gebracht, na, dann machen wir das doch. Wir haben das gemacht. Und das ist der Antrag, der Ihnen heute vorliegt. Meine Damen und Herren, seit langem schon denken wir in der Fraktion und in außerparlamentarischen Kreisen, insbesondere auch beim Mieterbund, darüber nach, wie aus einer jahrzehntelangen wohnungspolitischen Agonie der Bundesregierung aktiv sozial gestaltende Wohnungspolitik gemacht werden könnte. Und auch die Grünen sind auf das Thema eingestiegen und haben, wie wir, ein wissenschaftliches Gutachten dazu in Auftrag gegeben, das vorliegt, ein Sachverständigengutachten und ebenfalls zu heute einen entsprechenden Antrag vorgelegt. All das sollten aus meiner Sicht optimale Voraussetzungen sein, heute hier den Durchstoß zu machen in dieser Frage und endlich auch dafür Sorge zu tragen, dass im Interesse von Millionen Mieterinnen und Mietern, die verzweifelt nach bezahlbarem Wohnraum suchen, eine neue sozial orientierte Wohnungspolitik auf den Weg gebracht werden kann. Wohlgemerkt, Wohnungspolitik im Interesse von Millionen Mieterinnen und Mietern, nicht Wohnungsmarktpolitik im Interesse von Millionären oder Immobilienspekulanten, die nach Subventionen schreien und danach, wenn sie investiert haben, mit Subventionen dann auch die Mieterinnen und Mieter immer noch zur Kasse bitten. Das ist nämlich, was die Bundesregierung seit der Abschaffung der Wohnungsgemeinnützigkeit 1990 eingeleitet hat und mit der Föderalismusreform 2006 zementiert ist. Die Abschaffung der Wohnungsgemeinnützigkeit war die Abkehr von der Idee einer sozialen Marktwirtschaft und damit die Hinwendung zum blanken Neoliberalismus auch in der Wohnungspolitik. Sie war eben nicht, wie immer kolportiert wird, durch den Skandal um die neue Heimat gerechtfertigt. Der diente eigentlich nur als Vorwand und um die Abschaffung der Wohnungsgemeinnützigkeit durchzusetzen. Und zwar entgegen der Empfehlungen zweier Untersuchungsausschüsse, einer des Bundestages und einer auch im Landtag NRW, gegen die Abstimmung im Bundesrat, gegen den Widerstand der gemeinnützigen Wohnungsunternehmen und gegen die öffentliche Bestandsgarantie des damaligen Bauministers Schneider. Der ehemalige Bauminister Ravens hat die Auswirkungen der beabsichtigten Abschaffung der Wohnungsgemeinnützigkeit schon 1987 geradezu beschwörend auf den Punkt gebracht, und ich zitiere ihn: Die Abschaffung der Wohnungsgemeinnützigkeit wäre meines Erachtens nicht nur wohnungspolitisch falsch, sie wäre auch wohnungswirtschaftlich eine schlichte Dummheit. Über das Wohngeld würde der Staat zu einem Vielfachen von dem an Subventionen gezwungen, was die Gemeinnützigkeit an Steuerausfällen kostet. Er hat ja so Recht behalten. Und dennoch, schon damals, genau wie heute, hat sich der Finanzminister gegen den Bauminister durchgesetzt. Oder sollte man besser sagen, die kleine, aber starke Lobby der privaten Wohnungswirtschaft hat die Wohnungspolitik einkassiert und bestimmt von da ab den politischen Kurs. Gegen jeden volkswirtschaftlichen und sozialpolitischen Sachverstand, aber mit desaströsen Folgen, die sich seither aufgebaut und mit denen wir uns heute auseinanderzusetzen haben. Der Wegfall der Wohnungsgemeinnützigkeit hat sprunghafte Mietsteigerungen und einen bis heute anhaltenden Mieterhöhungswettbewerb ausgelöst. Der soziale Wohnungsbau wurde drastisch zurückgefahren und konnte den Verlust an sozial gebundenen Wohnungen nicht mehr ausgleichen. Durch 25 Jahre uneingeschränkte Marktherrschaft hat sich damit eine krisenhafte Situation auf dem Wohnungsmarkt aufgebaut, in dem 7,1 Millionen Mieterhaushalte sich danach reißen, in den noch bestehenden 1,4 Millionen verbliebenen Sozialwohnungen wohnen zu dürfen. Das sind alarmierende Missverhältnisse. Das hat die PESTEL-Studie bereits im Jahre 2012 aufgezeigt. Also, meine Damen und Herren, schon lange, bevor die Flüchtlinge unser Problem hier im Wohnungsmarkt noch weiter verschärfen. Der Markt alleine wird es also eben nicht richten, und deshalb braucht er ein Korrektiv. Einen Sektor in der Wohnungswirtschaft, der nicht nur naturgemäß renditegetrieben ist, sondern vor allem dem Gemeinwohl verpflichtet.
in vielen anderen europäischen Ländern, auch ohne dass das von der Europäischen Kommission oder dem Gerichtshof als wettbewerbsfeindlich oder beihilflich bedenklich eingestuft werde, brauchen wir in Deutschland eine neue gemeinnützige Wohnungswirtschaft. Der Wissenschaftliche Dienst hat gerade wie bestellt zu dem heutigen Tag unter dem Titel Gemeinnütziger Wohnungsbau in den EU-Mitgliedstaaten eine umfängliche Sachstandsanalyse vorgelegt und ich empfehle Ihnen, diese zu lesen. So wie wir das in dem hier vorliegenden Antrag beschrieben und ausführlich erläutert haben, soll die neue Gemeinnützigkeit Menschen mit geringem und unsicherem Einkommen und Personen, die aus anderen Gründen als Marktteilnehmer diskriminiert sind, mit bedarfsgerechten, sozial bezahlbaren Wohnungen versorgt werden. Sie sollen sich dauerhaft solchen gemeinnützigen Wirtschaftsgrundsätzen verpflichten, wie der Mietpreisbindung auf Grundlage des Kostendeckungsprinzips, einer Beschränkung des Geschäftskreises auf die Zielgruppe mittlerer und niedriger Einkommen sowie einer strikten Vermögens- und Zweckbindung. Im Gegenzug soll sie die dauerhaft, und das ist vor allem wichtig, Aufgaben im öffentlichen Interesse übernehmen, auch mit öffentlichen Privilegien dafür ausgestattet werden. Wir denken, dass die Privilegierung dieser neuen gemeinnützigen Wohnungsunternehmen, zum Beispiel in der Körperschaftssteuerbefreiung, einer Befreiung ganz oder teilweise von der Gewerbesteuer, einer reduzierten Umsatzsteuer, bei der Herstellung und Erhaltung von Wohnbauten, einem bevorzugten Zugang zu Städtebaufördermitteln und der öffentlichen Grundstücken und gegebenenfalls auch einer Grunderwerbsteuerbefreiung zugeführt werden sollten. So wären Bund, Länder und Kommunen bei der Förderung gleichermaßen heranzuziehen. Diese zunächst zusätzlichen Aufwendungen der öffentlichen Hand und die aus Steuerbefreiung resultierenden Steuermindereinnahmen führen aber auf der anderen Seite zu erheblichen Einsparungen beim Wohngeld, bei den Kosten der Unterkunft und in anderen Transferleistungen, sodass sich unter dem Strich dann betriebs- und volkswirtschaftlich eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten ergeben würde. Und nicht nur das. Menschen, die bisher auf eben diese Zuwendung angewiesen sind, müssen sich nicht mehr als Verlierer, als Bittsteller oder Almosenempfänger verhalten. Kommunen hätten wieder die Möglichkeit, aktiv gestaltete Daseinsvorsorge zu betreiben. Meine Damen und Herren, der Unterschied zur alten Gemeinnützigkeit und zu bisherigen Markteinreizprogrammen besteht darin, dass öffentliche Mittel dauerhaft im öffentlichen Interesse genutzt werden und in gemeinnützigem Zweckbetrieb verbleiben. Die Sozialbindung der gemeinnützigen Wohnung soll daher nicht, wie bisher, an befristete Förderungen oder zinsverbilligte Kredite gebunden werden, was ja heute ohnehin kein besonderer Anreiz wäre, sondern sie soll dauerhaft dinglich, also auch mit Grundbucheintrag gesichert werden, damit nicht, wie das bisher üblich, über kurz oder lang öffentliche Gelder am Ende in privaten Taschen landet. Natürlich bedarf einer solchen gemeinnützigen Sektor auch der Wohnungswirtschaft. Auch das ist eine Lehre aus der Geschichte der gemeinnützigen Wohnungsunternehmen, einer starken, transparenten, innerbetrieblichen öffentlichen Kontrolle. Meine Damen und Herren, in den Eckpunkten für den Haushalt 2017 werden weitere Haushaltsmittel für den Wohnungsbau und die soziale Stadt in Höhe von 800 Millionen Euro im Jahr veranschlagt. Dieses Geld mit dem Geld kombiniert, das bereits heute in dem 16er Haushalt für den sozialen Wohnungsbau steht, das wäre eine Anschubfinanzierung, noch nicht in der Höhe, wie wir sie gerne hätten, aber eine Anschubfinanzierung, um die Gemeinnützigkeit tatsächlich herzustellen. Frau Kollegin. Meine Damen und Herren, mein letzter Satz. Die Haltung der demokratischen Parteien zu einer Wohnungsgemeinnützigkeit, das prophezeie ich Ihnen schon heute, wird spätestens im Bundestagswahlkampf im nächsten Jahr ein wesentliches Entscheidungskriterium für die Wählerinnen und Wähler sein, wem Sie Ihre Stimme schenken. Dankeschön. Für die CDU-CSU-Fraktion hält die Kollegin Silber.